Und seid ihr jetzt verschwunden. So, Dark Souls Remastered. Oh, wir starten direkt mit geilen Grafikfehlern. Ist immer noch zu laut. Deutlich zu laut. Ah, ich habe ja noch die Skyrim-Mucke im Hintergrund, ich Dulli. So ist besser, oder? Oder immer noch zu laut? So? So vielleicht besser? So ist gut. Okay, ja gut, alles klar. Ist das nicht sogar was leise? Ich glaube, wenn wir außerhalb der Charaktererstellung sind, ist die Cam da gar nicht so verkehrt. Okay, Charakternamen. Cherry. Greenscreen kann ich nicht, sorry. Greenscreen ist keine Option. Geschlecht männlich. Klasse. Der Pyromant ist die einzige Klasse, die auf Stufe 1 anfängt. Das heißt, mit dem Pyromanten hat man noch die größte Möglichkeit, quasi seinen Charakter anzupassen, wie man will. Viele fangen immer auf Bettler an, der startet quasi bei allen mit 11, kann man natürlich auch immer machen. Aber ist halt auch schon Stufe 6. Das ist natürlich ein bisschen blöd immer. Weil man natürlich lieber so niedrige Stufe wie möglich haben will. Aber für den Joe können wir natürlich Bettler nehmen. Gabe gibt es immer viele zur Auswahl. Ich mag immer den Generalschlüssel, weil der einiges verkürzt. Damit könnte man sogar schneller zu Blighthorn kommen, wenn man will. Ja, ich nehme mal normal. Wieso ist denn das so buggy? Wieso hat denn das so komische, blöde Effekte? Wer ist Sherry? Ja, das ist irgendwas. Wir hassen Sherry scheinbar. Woher kommen wir? Kommen wir aus Katarina? Ach so, lol. So sehen die Leute aus, die aus Katarina kommen? Das ist ja interessant, weil Katarina sind ja quasi die gute Nacht, Speedy. Katarina sind ja die Zwiebelritter, oder? Das sind doch die Ritter aus Katarina. Nastora ist, glaube ich, der Typ, den man direkt am Anfang trifft. Komm, wir sind auch Zwiebelritter. Ist das normal, dass das Gesicht so flackert? Eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, wieso es flackert, ehrlich gesagt. Ich mach mal ganz kurz. Vielleicht liegt das auch gar nicht. Also ich sehe es halt auch auf dem Bildschirm, ist mein Problem. Ich deaktiviere mal kurz das Video. Ein bisschen noch nicht so viel. Warte, zieh ich mal kurz HDMI raus und pack's wieder rein. Jetzt hier kein Bullshit. Okay, ist ja immer noch exakt so. Ist ja, Grafikkarte ist wirklich voller Mehl. Geil, Pagenschnitt, Junge. Und wie hübsch wir sind. Ich guck mal kurz, ob das sofort weg ist, wenn wir in-game sind, aber wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch? Shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death, and of course, light and dark.
From the dark, they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive Pygmy, so easily forgotten. Pygmy ist Zwerg? Wow. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the scales, betrayed his own. And the dragons were no more. Hatte 31er. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yay! Woo! Darkseid! Guten Morgen! Yes, indeed. The Darkseid brands the undead. Ciao, Cookie! And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Das Vogelgezwitscher kommt nicht von mir. Wie nett er ist. Wie freundlich er ist. Ich fand früher, ich habe halt nichts verstanden bei dem Intro. Ein bisschen mehr habe ich jetzt mit der Zeit verstanden. Auch nur dank vieler Videos und so weiter und so fort. Das sind wir. Und hier hat gerade jemand eine Leiche runtergeworfen. Freundlicherweise. Und diese Leiche hat den Kerkerzellenschlüssel. Aber bevor wir danach gucken, haben wir erstmal sowieso schon ein paar wenige Dinge im Inventar. Zum Beispiel den schwarzen Lebewohlkristall. Schon lange ein Symbol des Abschieds
Reserviert für verbannte Untote. Wir sind verbannte Untote. Darf ich mal die neuen Übergänge loben? Oh yeah. Und das Finsterzeichen, womit wir ja verflucht sind. Das Finsterzeichen kennzeichnet verfluchte Untote. Wir sind ein verfluchter Untoter. Jene, welche damit versehen wurden, werden nach dem Tod wiedergeboren und werden eines Tages ihren Verstand verlieren und zur Hülle werden. Hollowing heißt das. Wir treffen sofort auch schon die ersten Hollowing. Tod aktiviert das Finsterzeichen, dessen Träger es zum Leuchtfeuer seiner letzten Rast zurückbringt. Ja, gut. Dadurch verliert man dann alles. Der Generalschlüssel, das ist unsere Gabe. Und der Kerkerzellenschlüssel. Ein mysteriöser Ritter hat einst wortlos eine Leiche in die Zelle geworfen, die den Schlüssel bei sich führte. Die Leiche, nicht die Zelle. Wer war dieser Ritter und welchem Zweck diente er? Vielleicht wird die Wahrheit verborgen bleiben, aber das darf den Lauf der Dinge nicht abhalten. Und wir haben auch einen Schwertgriff. Wurde abgelegt im Asyl des Untoten gefunden. Also da gibt es jetzt nicht so viel Lore. Aber im Endeffekt ist diese Welt halt so ein bisschen strange. Du hattest quasi nichts. Du hattest das Gleichgewicht. Du hattest die Grauheit. Das war das, was da ist. Aber wie so bei uns so der Urknall, ist das Gleiche in dieser Welt passiert, nur dass dann Feuer kam. Und dadurch gab es dann mehr als nur graue Drachen und graue Welt. Dadurch gab es dann Ungleichheit. Und das war dann so ein bisschen problematisch. Und dann gab es Feuer. Und dann hat Gwyn gesagt, ich fick euch alle weg. Und dann hat er das gemacht. Aber jetzt ist die Feuerzeit vorbei. Es ist wieder Zeit für die Dunkelheit, für die Zeit der Menschen theoretisch. Aber Gwyn sagt, nein, lass mal. Lass mal Feuer weitermachen. Das ist meine Interpretation der Geschichte. Und jetzt manipuliert er Menschen, die untot sind, darin, das Feuer weiter aufrechtzuerhalten. Das ist meine Interpretation der Dark Souls-Geschichte. Achtet mal da oben durch, guckt mal durch das Fenster. Da seht ihr einen ganz schönen Motherfucker. Großes Monster, was auf dem Dach ist. Und wir wissen ja, der Ritter, der uns diese geile Leiche gegeben hat, ist auch auf dem Dach. Vielleicht haben die gefightet. Aber falls die gefightet haben, ist der Motherfucker da oben immer noch auf dem Dach. Wo ist dann der Ritter? Auf jeden Fall denkt sich der Motherfucker, ich spring mal runter. Aber wir haben keinen Bock jetzt auf den Fight. Guten Morgen auf alle, die gerade dazukommen. Wir gehen lieber noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir hier ein Plankenschild bekommen. Ich habe noch nie ein Playthrough gemacht, wo ich mir alle Beschreibungen angeguckt habe. Okay, die Beschreibung ist ziemlich lame. Wir können den Plankenschild benutzen. Bleib stehen, du Lump! Wieso kriegst du kein Damage? Oh. Okay, muss ich wohl die Keule benutzen. Dieser simple Holzknüppel ohne Klinge ist effektiv gegen die meisten Feinde. Mit der Keule funktioniert das besser. Kann man DS1 auch tanky spielen mit viel Def und Chills und so? Oh ja, das klappt sogar sehr, sehr gut. Sobald man Havels Rüstungsset hat, kannst du extrem auf Stärke, also ein Stärkebild quasi. Richtig dicke Waffe, richtig dicke Rüstung und dann geht's ab dafür. Da ist unser Ritter.
den wir am Anfang gesehen haben. Da chillt er. Und da ist ein Item, was wir leider jetzt noch nicht bekommen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das bekommen. Genau, HWZ und dann Git Good. Stärkebild ist das Game im Easy Mode. Ist halt echt so. Habe ich aber tatsächlich noch nie gespielt. Habe bisher immer nur Dex und mein letzter Playthrough war Quality. Stärkebild habe ich, soweit ich weiß, nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals mit Christian durchgespielt habe. Da oben wurden wir jetzt gerade von so einem fiesen Steinball beworfen, der dafür sorgt, dass wir zu unserem Retter kommen können. Der übrigens wie wohl hier reingekommen ist. Also es ist allgemein, glaube ich, in der Diskussion rund um die Lore von Dark Souls anerkannt, dass dieser Ritter oben gegen den Dämonen gekämpft hat und von dem Dämon durch das Dach hier reingeschlagen wurde und jetzt im Sterben liegt. Ah, wir haben mit dem Zahn gespielt, okay. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Er hat uns unsere Estus-Flakons gegeben. Damit können wir uns heilen. Die Estus-Flakons stehen mit den Feuerhütern in Verbindung. Die Finstersagen lauten so: Des Hüters Seele im Smaragd-Flakon. Ihr Leben steht im Dienste der Flamme Schutz und selbst ihr Tod dem Schutze weiter nutzt. What? Okay. Und den Schlüssel Untoten-Asyl Ost. Now I must bid farewell. Wie heißt der nochmal? Oscar von Astora? Ne, wie heißt der denn nochmal? So go now. And thank you. Dafür verdient er den Tod. Nein, tut er nicht. Also er stirbt eh. Oscar ist richtig. Der gute Oscar. Der wird jetzt sofort sterben. Wir werden es hören. Das war's mit Oscar. Oscar down. Und hinweggeknallt. Klar, seine Rüstung kann ich leider nicht. Dankeschön, Uli, und Dankeschön, frag Micha noch. Oscar, Knight of Astora. Ja, genau. Es gibt einige rausgeschnittene Spielszenen. Vati Vidya hat ein ganz cooles Video mitgemacht, dass er gar nicht stirbt, sondern mit dir noch Dark Souls quasi, dass du den immer wieder auf deinem Weg durch Dark Souls siehst. Und am Ende wird er dann halt nochmal relevant, weil du dich am Ende entscheiden kannst. Oh, als ob der da unten schon auf mich schlägt. Du kannst dich am Ende entscheiden und Oscar nimmt dann immer das Gegenteil davon. Ich liebe übrigens den Sprungangriff. Mein Lieblingsangriff. Ist das mit Gwyn nicht ein ewiger Teufelskreis? Kommt drauf an, wofür man sich entscheidet. Aber grundsätzlich ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Das Feuer so lang wie möglich flodern zu lassen. Ja, Astora kommt nochmal wieder. Also der wäre aber nochmal anders wiedergekommen bei den gelöschten Szenen. So, der Asyldämon ist jetzt am Start. Ist aber ein langsamer Mofo.
kriegen wir ganz easy down. Ihr habt gesiegt. Yay! Yeah! Und wir haben unsere erste Menschlichkeit bekommen. Woo! Wir hören aber noch einen. Naja, der ist unten. GG, erster Versuch. Ja, Mann. Schlüssel des großen Pilgers. Schlüssel zur inneren Tür der Haupthalle des Asyls der Untoten, der einem auserwählten Untotenpilger gehörte. Allerdings weiß dieser auserwählte Untote nicht, was ihn auf seiner Pilgerreise erwarten wird. Hm. Ja, also das, was Oscar gesagt hat, ist ja quasi so eine Art Prophezeiung. Der Untote, der es schafft, aus diesem Asylum in das, also aus diesem Gefängnis in das Reich der Lords zu kommen, der ist auserwählt und muss die Glocken läuten, um von dem Schicksal der Untoten zu erfahren. Diese Prophezeiung werden wir im Endeffekt wahr machen. Wir sind die Pilger. Wie ist das mit dem Invaden? Kann man ständig invaded werden oder kann man sich davor schützen? Man kann sich davor schützen. Hier vorne ist übrigens Snuggly. Aber der ist jetzt nur, die sind jetzt noch nicht aktiviert. Man kann sich davor schützen, indem man nicht menschlich wird. Wenn wir in dieser Höhlenform bleiben, dann können wir nicht invaded werden. Ist aber hier noch irgendwo ein Item? Weiß ich gar nicht. Guten Morgen an alle und Dankeschön, Cassiopeia. Dankeschön. Ich glaube, Passwort. Einfach nur Passwort bei menschlich sein. Reicht doch nicht, oder? In the ancient legends it is stated that one day an undead shall return. Alter, wir sind der Auserwählte, wir sind Neo. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Dankeschön, Linus. Das Verschenken von 3 Subs. Lodre. Ja, freundlicherweise wurden wir einfach von dieser Krähe nach Lodren geführt. Was hat die Krähe für Beweggründe? Küche ist jetzt ordentlich daran. Ja, noch nicht, noch stehen die Sachen alle hier. In Lordran, Komma, steige auf und entfache Leuchtfeuer. Der Firelink-Shrine. Das Zuhause jedes Dark Souls-Spielers. Alter, wir sehen so schrecklich aus, wenn wir Hollow sind. Was ist der Vorteil von Menschlichkeit? Du kannst invaded werden, wenn du es willst. Du hast auch ab einer gewissen Menschlichkeit höhere Chance, geile Items zu finden. Übersetzung und Fliege, aber wirklich. I love the Feuerlingsschrein. Jetzt können wir auch das erste Mal aufsteigen. Weiß gar nicht, was ich für ein Bild machen will. Erstmal Vitalität pushen. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. Too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land, the undead. Eigentlich kriegt man ja schon recht viel gesagt von dem Spiel, ne? Wir waren so lost damals. Der sagt uns doch sogar, ja, einmal nach oben bitte und einmal nach unten bitte. Aber woher soll man jetzt wissen, wo genau man hingeht? Ah, your face. You're practically hollow. Ja, kurz davor. Going hollow could solve quite a bit.
What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Würde er niemals tun. Ja, okay. What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bands is up above in the Undead Church. Guck mal, erklärt einem alles. Is broken. You have to climb the stairs up the ruins and access the undead burrow through the waterway. The other band is back down below the undead burrow, within the plague-infested blight town. But I'll die. Pestverseuchte Schandstadt. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. Okay, das ist der Crestfallen Warrior. Das ist ja so, also der sieht ja, das ist auch ein Untoter sozusagen. Und das Problem bei den Untoten ist, die werden halt irgendwann zur Hülle, wenn sie häufiger sterben oder wenn sie einfach keinen Sinn mehr im Leben haben. Und ich glaube, der Crestfallen Warrior, der wird nicht zur Hülle, weil sein Sinn im Leben ist quasi, sich aus allem rauszuhalten und drüber lustig zu machen. Der ist so ein Zyniker, dass er sich sagt, ne, ihr verrückten Abenteurer, macht ihr mal eure Scheiße. Ich chill hier einfach nur und gammel mir hardcore einen ab und macht mich über euch lustig. Und deswegen werde ich nicht zur Hülle. Das ist schon ein kluger Dude. Ja, kluger Dude. 15 FPS Schandstadt, ja. So, wir sind im Firelink-Schrein. Der sagt uns sogar, da müssen wir hingehen. Übers Wasser, da oben hin müssen wir gehen. Machen wir aber nicht. Die Schweiz des Dark Souls. Ja, genau. Erstmal gibt es ein bisschen Items zu sammeln. Diesen Zyniker-Dude gibt es auch in jedem Teil. Ja, aber ich glaube, auch in jedem Teil werden die irgendwann hollow, ehrlich gesagt. Dankeschön, Maginussen. Dankeschön für die 7 Euro Trinkgeld. Dankeschön, Gavin. Und fuck. Nee, Linus hat ja noch Subs verschenkt. Dankeschön. Ja, eine geile Brandbombe. Explodiert. Recht mächtige Distanzwaffe. Ja, so richtig. Da haben wir hier noch Petrus, Junge. Oder? Ist er nicht Petrus? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thurlon. Ja, Mann. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Alter, Petrus Schimmer. Hello there. I realize that I have requested that... Laufende Birne. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Ich mag dein Schild, Petrus. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Oh, Ole Schmole, ich mag auch deine Interpretation, dass sein Sinn quasi ist, den neuen Untoten die Richtung zu zeigen. Gefällt mir auch gut. Very well. Then first, a covenant with the gods. Now let me share my miracle. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was die einzelnen Covenants machen. Also wir haben jetzt einen Eid geleistet. Wir sind jetzt im Covenant der, keine Ahnung, der Kirche da.
Ja, Ole Schmule, ja, das ergibt auch Sinn. Aber er nimmt sich dann ja was Neues vor, ne? Er wird halt nicht einfach nur Hollow, sondern er will ja auch was machen dann. Er bekommt dann quasi einen Sinn, nur schafft das dann nicht, oder? Moin. Peter, wusstest du, dass wenn die Glocke läutet, ein anderer Spieler in dem Moment die Glocke läutet? Ja, wusste ich tatsächlich. So, ich will noch ein paar Trophäen. Ich glaube, von dem muss ich alle Wunder kaufen. Ich glaube, eine der Trophäen ist, alle Wunder zu bekommen. Aber wir haben natürlich gerade überhaupt gar keine Seelen. Gut, man könnte sich jetzt alle Wunder durchlesen, aber das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu weit. Erstmal können wir eine geile Geste lernen. Und gucken, was er noch zu sagen hat. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Da hat jemand die Glocke geläutet. Perhaps if you show your faith. Oh, ich habe keine 900 Seelen! Ein andermal, Petrus. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Kommt ein Stream zu Mass Effect? Ja, das ist noch so eine Frage. Es kommt ein bisschen drauf an, wie das mit der Musik ist. Weil ohne Musik werde ich Mass Effect sicherlich nicht streamen. Ich wusste gar nicht, dass Peter ein NPC im Game hat. Wow. Petrus hat ja auch so ein paar Items versteckt, die Sau. Jetzt snacken wir dem jetzt erstmal. Ja, Leyamas, genau. Der Crestfallen Warrior hat keinen Bock auf dieses komische Schlangenwesen. Was ich übrigens absolut verstehen kann. Meine Reaktion auf dieses Schlangenwesen war jetzt auch nicht gerade positiv. So, Talisman und Morgenstern haben wir hier bekommen. Die klassischen Ausrüstung eines Klerikers. In dieser Welt von Dark Souls. Achso, der hat uns übrigens eine Kupfermünze gegeben. Mit der Abbildung des alten McLeuf, Gott der Medizin und des Tranks. Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt in Lordaeron nur wenig wert zu, da man dort in Seelen bezahlt. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt träumen, tragen gerne diese Münzen bei sich. So, wir könnten mal gucken, ob der Morgenstern geiler ist. Der hat... Blutungsschaden, das ist das, was ihr unten links seht. Der hat zusätzliche Effekte Blutungsschaden, glaube ich. Ist doch Blutung, oder? Ich meine, das ist Blutung, ja. Hat aber weniger Damage. Aber Blutungsschaden ist natürlich nicht so verkehrt. Wann kommt was Neues zu Elden Ring? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Dann haben wir noch geborstene rote Augäpfel. Damit kann man dann andere Welten invaden, wenn ich mich recht entsinne. Mal gucken, was das sagt. Ja, Online-Spielobjekt. Hüllen können das Objekt nicht benutzen. Dafür musst du menschlich sein. Besiege den Herrscher der Welt, in die du eingedrungen bist, um Menschlichkeit zu erhalten. Mit Hilfe des geborstenen roten Augapfels erhalten die Spieler vorübergehend diese eigentlich nur in Kards Geistern der Finsternis zustehende Fähigkeit. Aha. Und dann haben wir noch Homeward Bone bekommen. Und Lloyds Talisman. Blockiert bedingt Estos Regeneration. Auch quasi relevant vielleicht für online. Von den Ritterklerikern des Allvaters Lloyd zu Untotenjagd genutzter Talisman blockiert bedingt die Estos Regeneration. Gerade haben wir eine Estos Aufladung gekriegt. Wie kann das denn sein? Ich dachte, die bekommt man nur, wenn was gut bewertet wurde. Gehen wir mal ein bisschen spazieren. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen hier jetzt. La 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 la. Oh, ich häng fest. Oh, ich werde so sterben. Oh, ich will aber den Zweihänder. Zweihänder! I love it. Komm, wir gönnen. Fernglas! Oh Gott! Hinfort! Flügelspeer!
Direkt die guten Items hier am Anfang snacken. Immer eine gute Idee, finde ich. Ah, noch eine Seele. Ah, guck mal. Da ist irgendjemand in den Tod gefallen noch. Ja, ich habe den Master Key. So, jetzt sind die alle wieder gedespawnt und sind jetzt wieder da hinten. Das heißt, wir haben jetzt die übelst kranken Waffen. Also gerade der Zweihänder ist halt schon relativ nice. Aber natürlich können wir den nicht tragen, weil du brauchst 24 Stärke dafür. Aber das ist ein übles Greatsword. Das sieht so bescheuert aus, wenn man eine Waffe schwingt, die man nicht tragen kann. Und dann haben wir noch den Flügelspeer gefunden. Dafür brauchen wir 13 Stärke und 15 Geschick. Weiß ich gar nicht, ob der Flügelspeer geil ist oder nicht, ehrlich gesagt. Oh scheiße, jetzt haben wir mich verdrückt. Ja, jetzt habe ich mich nochmal verdrückt, Alter. Was stimmt denn hier nicht? Hui! Hui! Also die Anforderungen sieht man ja immer hier rechts unten. 13 Stärke und 15 Geschicklichkeit. Wenn man die Waffen zweihändig hält, dann verringert sich das quasi um... Also das wird dann nicht die Hälfte, sondern es verringert sich... Wie viel verringert sich das nochmal? Es verringert sich auf jeden Fall. Weiß ich nicht mehr. Verringert sich auf jeden Fall. Das sieht gerade so aus, als könnten wir diesen... Als könnten wir den sogar benutzen, theoretisch. Aber ich bin mir nicht sicher. Egal, machen wir auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob dann das X nicht eigentlich verschwinden würde, ja. Geht nicht sogar die Hälfte der Punkte oder 1,5? Ich meine 1,5. So, hier unten haben wir noch die Feuerhüterin, die nicht sprechen kann. Aber wir können trotzdem Reden anwählen. Ah, geht nicht. Na gut. Am Anfang kann man außerdem jetzt nach unten gehen direkt. Das ist halt so ein bisschen... Ich meine, ja, man kann dem Typen zuhören, aber selbst wenn man dem Typen zuhört, kann man ja sagen, okay, ich muss nach unten. Also ist das ja jetzt hier wohl der richtige Weg. Weil ich muss ja nach unten. Die Glocke ist unten. Dankeschön, Wolkisand übrigens für den neuen Sub und dankeschön, The Burnie ebenfalls für den neuen Sub. Also muss ich ja wohl hier hin. Da wird ja wohl die Glocke sein. Das könnte man realistisch denken. Aber dann wird man relativ schnell eines Besseren belehrt. Weil hier sollte man noch nicht hin. Aber hier kann man trotzdem so eine Seele snacken. Hallo? Wie viele Seelen gibt es hier eigentlich? 20. Naja, nicht so viel. Außerdem weiß ich gar nicht, ob wir in unserem ersten Playthrough überhaupt gecheckt haben. Hab ich, oh stimmt, ich habe mir ja noch ein Schild bekommen. Das Kadukois-Schild. Was auf jeden Fall schon mal besser ist. Niedrigere Haltung, aber nur gering, aber deutlich bessere Schild auf jeden Fall. Hier ist noch ein Schmied. Kann der Schmied irgendwas, was die anderen nicht können? Ja. Ich meine schon. Ich glaube, der ist spezialisiert auf magische Verzauberung und sowas. Der verkauft außerdem direkt zwei Zauber. Direkt am Anfang des Spiels. Schwerer Seelenfall und Seelenfall. Und hat auch einen Beschleuniger des Zauberers. Ja,
Ja, ansonsten hat er halt nicht so viel Interessantes zu sagen, wa? Aber du musst in dem Spiel halt bestimmte Gluten finden, also nicht Gluten, sondern so Feuerdinger, um Waffen verzaubern zu können, um aus einer normalen Waffe eine magische Waffe machen zu können. Und ich glaube, das ist halt seine Spezialität. Holy, wie alt ist Dark Souls? Sehr alt. Jetzt haben wir noch einen Panzerbrecher gefunden. Ein Stoßschwert. Was nicht so geil ist. Dieses größte der Stoßschwerter kann einen gepanzerten Ritter mit nur einem Stoß durchdringen. Keine Ahnung, Stoßschwerter. Guten Morgen. Hier kriegt man auch zwei Wanderflüche. Die sind relevant, wenn man da durchgeht. Ich bin 10 Jahre alt, Dark Souls. Holy shit. Ist das nicht S-Talk im Englischen? Oh, das Schwert. Oh, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der Weg nach Blighttown ziemlich sucky. Aber wenn man den Generalschlüssel hat, kann man den abkürzen, den Weg. Außerdem können wir uns hier jetzt noch eine große Seele holen. Weil wir können direkt hier quasi eine Abkürzung nach Blighttown reinnehmen. Wodurch wir uns die Tiefen ersparen, glaube ich. Theoretisch. Also kann man machen. Aber machen wir nicht. Aber wir haben uns die Seelen gegönnt. Because why the fuck not? Seelen kann man immer gönnen. Ist das nicht Schandstadt? Ja, Blighttown Englisch. Blighttown ist der englische Begriff für Schandstadt. Ich gucke immer. Ich weiß gar nicht, warum ich Dark Souls überhaupt auf Deutsch gestellt habe. Aber ich habe irgendwie häufig die englischen Begriffe im Kopf, gerade was Orte angeht. So, jetzt haben wir ein paar Items gesammelt. Habe ich eigentlich eine Rüstung? Nö, wir haben kein einziges Rüstungsteil bisher. Brauchen wir auch nicht. Wir könnten die Seelen direkt benutzen. Das ist zum Beispiel etwas, was sie im Remaster geändert haben. Die haben nicht viel im Remaster geändert, außer dass es jetzt flüssig läuft. Auch in Schandstadt. Aber die haben halt auch geändert, dass du von Seelen direkt mehrere benutzen kannst. Naja, wir holen uns schon noch Rüstung. Wichtig ist mir immer nur, dass wir den schnellen Sprung haben. Also, dass wir unter 33% unserer Belastungsgrenze fallen. Das seht ihr gerade in der zweiten Spalte, dritte Zeile. Belastung 5 von 51. Wenn du da nur unter 33% von deiner Maximum hast, dann springst du schneller. Der Roll ist schneller als mehr iFrames. Und ich will immer unter 33 bleiben. Also rollst du schneller, meine ich damit. Drei Level können wir gönnen. Immer Darkwood Grain Ring in meinen Lightbills. Ist das ist der, mit dem du so die geile Rolle machen kannst, oder? Das ist doch nicht mehr Schandstadt mit mehr als 15 FPS. Ja, das kann gut sein. Aber ist mir lieber so, muss ich ehrlich sagen. Jo, der Salto-Ring. Habe ich, glaube ich, letztens erst gecheckt, wie man den bekommt. Dass man dann halt dieser einen, diesem Covenant beitreten muss. Gekillt! Oh, da haben wir schon ein Rundschild. Zackt. So, kann ich dich da hinten einfach wegmachen? Ah, fuck, er hat mich erwischt. Ah. Oh ja! Oh ja! Morgenstern ist geil.
Keiner von euch will mir was Geiles droppen. Oh, scheiße. Ring of Sacrifice. Habe ich vergessen. Oh, jetzt muss ich rocken. Moment. Boah! Spiel doch als Ninja mit deinen... Oh ja. Dein... Boah, meinst du? So, der Ring of Sacrifice, den werden wir jetzt nicht ansetzen. Ring der Opferung auf Deutsch. Wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündengöttin, geschaffen. Der Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste. Dieser Ring zerbricht aber in dem Fall. Den kann man also anziehen, wenn man gestorben ist, mit vielen Seelen irgendwo. Dann kann man sich den gönnen. Velka, die Göttin der Sünde, ist, glaube ich, großes Thema in der gemalten Welt. Und die ist auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Göttin, die die Raben befehligt. Deswegen ist die Theorie, dass der Rabe, der einen abgeholt hat, im Asylum, Asylum, dass der von Velka geschickt wurde. Also Lore von Dark Souls ist eine ganz interessante Sache. Uchigatana direkt holen wäre eventuell eine Idee. Das wäre theoretisch eventuell eine Idee, aber dafür müsste ich ja den Händler killen. Habe ich da Bock drauf? Ja, da habe ich eigentlich nicht Bock drauf. Das Moveset vom von dem Morgenstern ist gar nicht so scheiße. Weiß gar nicht, ob ich den häufig benutzt habe. Glaube nicht. Ich glaube, ich hatte alle der Ringe noch am Ende des Playthroughs. Wundert mich auch nicht. Ehrlich gesagt. Oh, ja. Boah, das war ja der absolute Mega-Move von mir. In dem Moment R2 zu drücken. Holy shit. So, wir sehen da ein Item. Und das wollen wir uns holen. Oder das Iato und später als Waldjäger es in der Schandstadt kaufen. Ja, das Iato finde ich ganz geil tatsächlich. Das ist... Da müssen wir... Dauert halt noch ein bisschen. Es ist halt die Frage, ob ich ein Dex-Bild machen will. Weiß ich nicht. Ich habe noch nie ein Stärkebild gemacht. Vielleicht habe ich mal Bock auf ein Stärkebild. Aber ist dann natürlich deutlich leichter. Fuck you. Kleinen Ficker. Ich weiß nicht, ob das Spiel... War hier nicht auch mal ein Gegner? Keine Ahnung. Gute Nacht! Warum eigentlich Bettler? Just for the lol? Ja, ich glaube, der Chef wollte, dass ich Bettler gehe. Geh doch mal auf Miracles, paar Blitze werfen und so. Das habe ich noch nie gemacht. Magie oder Wunder? Noch nie in meinem Leben gemacht. Ich meine, so häufig habe ich Dark Souls jetzt auch noch nicht durchgespielt. Vielleicht dreimal oder so. Aber ich weiß nicht, ob das geil ist. Oder Krummsäbel von den Skeletten. Stärke. Stärke sagt huge dick, Junge. Magie hatte Chris bei einem Dual-Stream. Dual-Stream haben wir von Dark Souls 1 aber nicht gemacht. Dark Souls 1 haben wir nur ein Let's Play von. Oder meinst du Dark Souls 3? Guten Morgen an alle, die dazugekommen ist. Ich schließe mich Linus an. Es gibt immer ein erstes Mal. Wunder ist busted in DS1. Ihr habt das Gefühl, dass alles in DS1 busted ist. Wenn man es halt irgendwie versucht auszunutzen. Also egal, ob Stärke... Also ich fand halt, als ich damals Geschicklichkeit durchgespielt habe, da hatte ich dann so eine Sense. Ey, da bin ich halt auch abgegangen. Ich habe aber ganz ohne Schild gespielt. Dadurch wurde es dann halt echt ein bisschen schwieriger. Ich glaube, jetzt haben wir hier alle Items uns gegönnt. Ja, ich bin ein bisschen neidisch auf Max, also Hand of Blood. Der macht ja gerade aktuell einen Playthrough auch. Mit so Bestrafung, wenn er stirbt. Das ist ja ziemlich cool. Aber brauche ich nicht, weil ich werde ja eh nicht sterben. Und der ist ja quasi Blind Let's Play. Also
Der hat das ja bisher noch nicht so wirklich gespielt. Aber wie viel Zeit ich verschwendet habe, darüber zu springen. Das ist, na, da bin ich neidisch. Dieses Erlebnis hätte ich auch mal gern. Hallo! Dankeschön, O'Neill. Noch danke für den Sub. Nicht ganz blind. Oh, dann habe ich das am Anfang seines Videos... Ja, er hatte schon mal geguckt, aber da, er hat es ja nie durchgespielt gehabt, oder? Und das ist ja schon ewig her. Gibt es ein Max-Level? Glaub nicht. Guckst du das von Max aktiv? Nee. Die Zeit habe ich dann tatsächlich nicht. Aber ich hab in die erste Folge reingeguckt. In DS1 ist so viel broken, auch die Backstep so. Man hat auch ziemlich broken. Als ob! Absolute Frechheit. Guck mal, dafür trete ich dich noch, um dich zu disrespekten. Oh, was hast du denn? Eine kleine Scherbe. Er hat nur den ersten Boss gekannt. Ja, guck mal. Das ist ja quasi blind. Jetzt haben wir zweimal von denen fucking Rundschild gedroppt bekommen. Guck mal, da unten sehen wir schon, wo wir nachher rumgehen werden. Um welchen Max geht's hier eigentlich? Um Hand of Blood, meine ich. Als ob! Alter, man macht ja überhaupt gar keinen Damage, wenn du das nicht als Zweihand nimmst. Er hat vor 5 Jahren bis Sense Castle gespielt. Ja, guck. Das ist ja jetzt übersichtlich, sag ich mal. Das ist ja quasi dann jetzt blind für ihn. Ist doch nice. Komm da raus. Ne Streitaxt, Junge. Wo bist du denn? Da. Standard-Kampfaxt, normaler Schaden, vielfältig einsetzbar. Können wir dich tragen? Ne, wir haben zu wenig Stärke. Aber wir können dich theoretisch zweihand tragen. Bist du denn geil überhaupt? Ne. Zu schwach, ja. Aber zweihändig? 95 plus 17. Macht sogar mehr Damage als der Morgenstern, aber müssen wir halt zwei antragen. War jetzt nicht so geil. Well now, you see that game mixed about you? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. Der hätte dann Uchigatana, wenn wir den töten. Der, seht ihr das? Wie er sein geiles Ding da streichelt. Ich frage mich, ob die Entwickler dem mal irgendwie eine Katze oder so geben wollten oder einen Hund oder ob der halt wirklich so irre ist, dass er seine Waren streichelt. Here, I'm not here to chit-chat. We talk business or we talk nothing at all. Business. We talk business. Okay, der hat tatsächlich ganz wichtige Sachen, die er verkauft. Der getrocknete Finger sorgt übrigens dafür... Ach so, damit kriegt man ein drittes Phantom. Ja, das ist ja dann komplett irre. Der hat den orangenen Führungsspeckstein. Das ist schon mal absolute Basisausstattung. Denn damit können wir Nachrichten schreiben und oder bewerten. Außerdem hat er den Anwesenschlüssel, den ich glaube ich auch brauche, wenn ich überlege. Ich habe zwar den Generalschlüssel, aber ich brauche trotzdem den Anwesenschlüssel, wenn ich den Pyromanten unten befreien will. Den benötige ich trotz Generalschlüssel. Und der hat die bodenlosen Kiste und die Reparaturkiste, die ich beide gerne hätte. Dafür brauche ich aber mehr Seelen. Und ein paar Waffen hat er auch. Rapier, Handachskeule, verstärkte Keule sogar. Boah, Alter, auch mit Blutungsschaden. Speer. Er hat auch einen Kurzbogen und Pfeile, was auch ganz geil ist, weil mit Bogen pulle ich immer Gegner.
Pfeile ja sowieso immer und der hat theoretisch eine Rüstung. Aber brauchen wir jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wir töten den aber nicht, denn ich will bei dem nochmal ein bisschen shoppen gehen. Hol dir das Katana. Nein, wir töten den jetzt nicht. Außerdem ist der nett. Alter, Backschiss hat gerade 50 Stufe 1 Subs verschenkt. Holy shit, Backschiss. Erstmal geiler Name. Vielen lieben Dank dafür. Holy shit. I don't like this. Scheiße, ich wollte auch. Motherfucker. F ist in den Chat. Dankeschön. Komm. Komm. Na komm doch. Ach, scheiße. Motherfucker. Ja, euch gefällt. Alter, Backschiss hat gerade nochmal 50 Subs verschenkt. Dankeschön, Backschiss. Ganz herzlichen Dank. Das sind ja 100 Subs jetzt. Alter. Sind überhaupt noch so viele Leute online um die Uhrzeit? Dankeschön. Vielen lieben Dank. Chat, sagt mal Danke. Danke für den Stream, schreibt Backschiss. Ja, danke dir. Wurfmesser auch immer gern gesehen. Und jetzt können wir hier Easy Snack rüberspringen. Danke, Dankeschön. Danke, das hören wir jetzt noch ein paar Mal, aber ist ja nicht schlimm. Hier haben wir jetzt die leichte Armbrust. Die ist allerdings nicht so geil wie Bogen zum Polen, weil du damit nicht vernünftig zielen kannst in Dark Souls 1. Versuch's mit dem Sturz angreifen. Ne, die sind eh schon alle tot. Schon seit Bram am Start. Schlafrhythmus läuft auf jeden Fall. Wer braucht schon Schlaf, wenn man Peter beim besten Game der Welt sehen kann? Ohne Witz, Dark Souls 1 ist, je häufiger ich das spiele, desto beeindruckter bin ich von diesem Spiel. Ich finde das wirklich gut. Das ist wirklich eines der absoluten Top-Games ever. Ein Holzschild! Oh, was kann denn das Holzschild? Nochmal deutlich bessere physische Schutz, etwas weniger Magie, bessere Haltung. Holzschild ist größer. Wir nehmen das Holzschild. Was ist bei Dark Souls 1 besser als bei 2? Eine Menge, meiner Meinung nach. Ehrlich gesagt. Jetzt haben wir keine Pfeil und Bogen. Normalerweise mache ich die Wichser da oben immer mit Pfeil und Bogen. Da muss ich mir mal was überlegen hier. Ich finde, das Level-Design ist besser als bei Dark Souls 2 und ich finde, die Lore ist besser als bei Dark Souls 2 und ich finde, die Bosse besser als bei Dark Souls 2 und eigentlich macht Dark Souls 2 nichts besser als Dark Souls 1. Außer, dass du, glaube ich, 2 Einheitwaffen tragen kannst, was ziemlich fucking awesome ist. Als ob du mich getroffen hast und mir einen fucking Headshot gegeben hast, du Motherfucker, und immer noch lebst. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was mit Dark Souls 3? Dark Souls 3 finde ich persönlich wieder awesome. Ich weiß, in der Community ist Dark Souls 3 höchst umstritten, aber ich liebe Dark Souls 3. Okay, werde ich jetzt mal ein bisschen... Wie viele Seelen brauche ich eigentlich für ein Level? 1039. Mehr als ich dachte. Dann benutze ich einfach alle Seelen, die ich habe. Hätte ich vielleicht auch mal beim Shop machen sollen. Vielen lieben Dank auch an Toben 1999 für 6 Monate jetzt schon und Dankeschön an Nina. Ja, Dark Souls 2 ist nicht so geil. Aber ist immer noch besser als die meisten anderen Spiele, also von daher. Guck mal, können wir uns nochmal 2 Level gönnen? Gar nicht so verkehrt. Dark Souls 3 ist mega geil. Hab mich noch nie so oft selbst beleidigt wie in dem Spiel. Bloodborne fandet ihr zu heftig und leider auch kein DLC gemacht. Weißt du was? Ich hätte nochmal Bock, Bloodborne zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mein größtes Problem... Alter, what the fuck? Mein größtes Problem nur bei Bloodborne mittlerweile ist, dass ich mir die Frames nicht geben kann. Es gibt ja immer noch kein Update für irgendwas, für die PS Pro, für PS4 Pro oder die PlayStation 5. Du hast da immer noch 30 verfickte Frames. Und das kann ich mir nicht gönnen. Wir hatten Community Patch. Wie kann man denn Community Patch auf der PlayStation veröffentlichen? Ja, komm, let's go. Ich gehe einfach rein da. Geschissen. What could possibly go wrong? Oh fuck, schlechter Start. Ganz schlechter Start. Okay, ich sterbe. Ich habe nicht mal einen Schlag gesetzt. Das ist mein erster Tod. Ah, vielleicht soll ich es lieber mit Schild probieren. Vielleicht, wenn es dann für den PC kommt. Ja, komm, aber ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bloodborne noch für einen fucking PC kommt? Die würde ich persönlich jetzt mal locker flockig bei 0 einschätzen. Na, fuck off. Fickt euch, ihr Fickgesichter. Warum bin ich am Armbrustdude vorbeigerannt? Ja, das war vielleicht nicht so smart. Habe ich mir ein bisschen schwerer gemacht, als es eigentlich sein muss. Scheiße, ich wollte dich backstabben. Oh, da wird geästust! Absolute Oberfrechheit. Wait, that's illegal. Ich muss mal wieder mehr ins Ausweichen reinkommen. Das war ja jetzt auch wieder keine absolute obergeile Leistung von mir. Dankeschön, Nina, für 100 Bits. Ich muss mal mehr ausweichen. Boah! Geil ausgewichen von mir. Oh, die DLCs von Bloodborne 3, von Dark Souls 3 sind fucking awesome. Hello. Oh mein Gott, Bugschiss hat nochmal 50 Stufe 1 Stops verschenkt. Bugschiss, was ist los? Hab ich schon gesagt. Oh, sorry. Bugschiss, was geht ab bei dir? Oh Gott. Was hast du gegessen? Wie bekomme ich einen Bugschiss? Ganz herzlichen Dank dir, Bugschiss. Auch im Namen der Community. Wait, ist hier kein Item mehr? Absolute Oberfrechheit. Das ist einfach nur ein Gegner. Dann gehen wir mal hoch. Party, Palmen, Weiber und Bier. Hä, wirft mich da nicht normalerweise einer mit Brandgranaten? Solltest du nicht Brandgranaten werfen? Schwester Friede war so ein Kampf, ja. Den haben Chris und ich gemacht, oder? Also ich meine, wir haben ja Dark Souls 3 alleine, also wir haben es beide gestreamt, aber quasi nicht im Koop gespielt, also nicht auch nicht persönlich, nebeneinander. Aber Schwester Friede haben wir gemacht. Ich habe nur einen Boss bei Dark Souls 3 nicht gelegt. Und da Scheiße, wie heißt der denn nochmal? Scheiße! Ja, Gale. Ah, fuck, Alter. Wie der Chemiker bei Breaking Bad. Gale. Ah, und den habe ich nie geschafft. Den habe ich nie gemacht. Oh, hat er mich frustriert. Ah, das muss ich irgendwann nochmal machen. Drei Goldharz. Drei Goldharz sind immer gern gesehen. Goldharz macht Damage. Wunderschönen guten Morgen. Media hast du auch nicht? Wer ist ein Media? Media sagt mir gerade gar nichts. Hui, hui, hui. Scheiße, Bugschiss hat nochmal 50 Stufe 1 Subs geschenkt. Jetzt konnte ich nicht lesen, wer Media ist. Bugschiss, was geht ab bei dir, Junge? Vielen lieben Dank. Oh, ein optionaler Drache, den wir nicht gemacht haben. Das ist ja belastend. Das belastet mich gerade. Ich dachte, wir hätten alle optionalen Bosse gemacht. Ja. Schlag du mal. Dankeschön. Den habe ich extra nicht gemacht. Ja, guck mal.
mein Gedächtnis mal wieder. War zu schwer für dich, belastend. Ah, scheiße! Da war das Timing nicht optimal. Bakshis ist einfach der absolute Obergönner. Bakshis ist der Wahnsinn. Vielen lieben Dank, Bakshis, für deine ganzen verschenkten Subs. Und Dankeschön, Deldaran, für deine Subverlängerung. Deldaran fragt, ob ich in Mass Effect reinschauen werde. Reinschauen werde ich auf jeden Fall. Die Frage ist, ob ich streamen werde. Es gibt da große Probleme mit der Musik. Das ist ein bisschen schade, aber damit steht und fällt, ob ich es hinbekomme, das zu streamen oder nicht. So, jetzt haben wir da oben, jetzt haben wir da vorne so ein Arschloch. Der ist nicht leicht. Aber wir können es versuchen. Und ich bin dafür, dass wir es versuchen. Ich hab Angst. Aber mit ein bisschen Glück droppt er ein geiles Schwert. Wenn ich das Schwert bekomme, mache ich ein Stärkebild. Okay, let's go. Parrying kann ich nicht. We have a problem. Nein! Scheiße. Ah. Ist einfach ein nice try. Aber wir machen nicht viel Damage bei dem leider. Muss man wirklich sagen. Egal, wir machen den. Ach nee, warte, ich muss erst euch machen. Bakshis, was geht ab bei dir? What the fuck? Bakshis, mir fehlen die Worte. Wo kommt denn jetzt der Motherfucker von da hinten her? Ja, der macht direkt einen 360-Grad-Schlag. Bakshis, unfassbar. Vielen lieben Dank, Bakshis. Was ist denn das? Meine Seelen! Ah. Geile Brandbombe. Dankeschön, Dankeschön, Bakshis. Ich werde sofort den Ritter einfach mit. Ich werde den Morgenstern beidhändig nehmen und dann so den Ritter bekämpfen. Einfach. Schild bringt mir eh nichts. Ja, jetzt chill mal. Denn hier die ganze Zeit die fucking Gegner her, Alter? Als wenn ich die alle übersehen habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Backstab mit dem DS1 leichter ist. Nee, du siehst einfach einen Profi zu. Das ist der Unterschied. Guck mal, ich kann auch auf Befehl, egal. Guck mal, wir haben schon wieder zwei Level. Vielleicht Level für eine bessere Waffe.
ist ein Brandbock. Boah, Alter, das ist smart hier. Man kann den, während der da steht, nicht gut backstabben, oder? Komm, gönnen wir mal eine schwarze Brandbombe. Okay, Mofo. Boah, habe ich dir 73 Damage damit gemacht. Leck mich am Arsch, das war jetzt irgendwie gar nicht mal so viel. Komm mal wieder mit hoch, bitte. Falls ich sterbe, damit ich leichter die Seele bekomme. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Alter. Parry den einfach aus dem Leben. Ich kann nicht parryen. Ich muss geil springen. Oh. Wir machen trotzdem nur 62. Ja, scheiße. Dann kann ich auch das Schild in die Hand nehmen. Ey, fick mich. Oh, scheiße. Alter, mit dem Morgenstern machen wir einfach überhaupt keinen Damage. Wir haben 62 mit einem Backstab, Junge. Wie häufig muss ich den Ficker denn backstabben? Okay, Schild bringt mir doch was. Oh, oh. Wüsste ja, wo du Nuchi-Katana kriegst. Nein, ich will ihn nicht killen. Ah! Gefährlicher Angriff. Ach komm, fick dich. Okay, let's go. Let's go. Let's go, Motherfucker. Ah! Oh, da hat er mich. Aber da habe ich ihn auch. Kann man den nicht direkt wieder backstabben? Weiß ich gar nicht. Das dauert ja immer so ein bisschen, bis der dann wieder angebackstabbt ist. Aber was ich versuchen kann, ist da einfach das Ding 2 in dich zu nehmen und dem im richtigen Moment einen zu drücken. Yes! Das bringt was. Okay, Motherfucker, jetzt machen wir dich. Jetzt kann nichts mehr schief. Oh fuck, ich hab nichts gesagt. Trink, 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 trink. Spring, 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 spring. Okay, mit Schild ist doch deutlich einfacher als einfach nur mit Ausweichen. Naja, Rosenkohlgesicht. Nein, den Schild hat er gedroppt, nicht die Waffe. Ah, okay, na gut. Dankeschön, Rosenkohlgesicht, für deine Sub-Verlängerung. Dankeschön euch allen. Der Schild ist natürlich trotzdem geil, aber den können wir wahrscheinlich nicht tragen. Naja, 16 Stärke brauchen wir dafür. Aber das ist unser erster Schild, der 100 Schadenreduktion hat. Ja, egal, aber der Schild, den wir jetzt haben, ist jetzt auch nicht kacke. Jetzt noch direkt Havel. Havel dauert lange dann. Ich würde nicht direkt Havel jetzt machen. Der gibt uns auch nur den Ring, den wir jetzt gerade noch nicht brauchen. Weil wir haben eh keine Rüstung. Kein Gegner hat hier Rüstungsteile fallen lassen, interessanterweise. Wir haben echt ein Schadensproblem. Wir machen keinen Damage. Alter, Backschiss. Backschiss, was geht ab? Backschiss. Danke dir. Dankeschön, Backschiss. Ich habe unten ein Item vergessen. Da unten müsste noch ein Ring gewesen sein. Ja, das ist wirklich ganz schön sexuell. Das waren jetzt 300 Subs in allerkürzester Zeit. Das ist echt krass. Mir ist übrigens kalt. Soll es nicht heiß werden am Wochenende? Spielen haben wir eigentlich. 5:15. Ja, guck mal, da können wir noch ein bisschen Dark Souls spielen. Geil. Habe ich eigentlich noch Red Bull? Habe ich noch Red Bull? Ich glaube, ich hole mir gleich noch einen. So, der blaue Tränensteinring. Den haben wir jetzt hier gerade bekommen. Verstärkt Verteidigung, wenn TP gering. Er kann den drohenden Tod spüren und ist aus Katarina. Das heißt, das passt ja zu uns. Wir sind ja auch aus Katarina. Gut, da wir eh keinen anderen Ring gerade haben, können wir uns den noch gönnen.
Warum hat er ein Schild, wenn er nicht pariert? Find Blocken nicht so stark. Alter, Blocken ist das Allerstärkste, was du in Dark Souls machen kannst. Blocken ist Easy Mode activated. So, da wir den Generalschlüssel haben, könnten wir diese Tür öffnen und Havel versuchen zu töten. Aber, da der gibt keinen Sinn bei unserem aktuellen Damage Output, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Belohnung, die wir dafür bekommen, ist nicht gut genug. Zu unserem zweiten Boss. Hat auch, ich kenne da so einen Drachen, der hat ein Schwert im Schweif. Ja, das werden wir safe machen. Aber dafür brauche ich einen Bogen. Und Pfeile. Ach komm! Jetzt. Oh Gott. Für den Motherfucker. Geh doch auf der Brücke. Ha. Huh. Gold Resin nicht vergessen. Das ist smart. Das sollten wir wirklich drauf machen, damit wir wenigstens ein bisschen Damage machen. What the fuck, Bakshis, was geht ab bei dir? Nochmal 50 Subs verschenkt. Bakshis, was ist hier los, Junge? Danke, danke schön. Danke. Bakshis, vielen lieben Dank. Mir fällt gar nichts mehr ein dazu. Vielen lieben Dank. Jetzt schnell weg. Bakshis. Du bist geil. Dankeschön. Als ob! So, muss ich den jetzt erst davon wieder weglocken oder kann ich theoretisch direkt die Leiter hoch? Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Ah, das klang gut. Boah, das war knapp. Backfisch ist der absolute Obergönner. Hallo! Okay, mit dem Sprungangriff machen wir doch recht viel Damage, muss ich sagen. Gold Pine Resin mehr. Boah, brauche ich noch einen zweiten? Nee, brauche ich nicht. Das mache ich jetzt einfach mal. Der Lizard war eine Etage tiefer. Scheiße, den habe ich nicht gesucht. Ich wusste das genau. Oh, scheiße, das war jetzt vielleicht ein Fehler. Wie viel Damage machen wir denn so? Okay, dann machen wir den einfach so fertig. Okay, dann habe ich den Lizard vercheckt. Lasst. Also, Bakshis. Vielen lieben Dank dir. Das ist schon echt übelst. So, der Boss ist auch relativ easy gewesen. Mit dem Sprungangriff sowieso. Hier ist ein Item versteckt. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Hier geht's in die Tiefen. Ne, nicht in die Tiefen. Ja, doch irgendwie so. Brauchen wir später auf jeden Fall den Weg. Aber hier haben wir den beliebtesten Charakter in der Dark Souls Welt. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn. To seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Ah.
Ah, hier ist direkt Praise the Sun, Junge. Hat jemand die Nachricht gesetzt? Da fällt mir ein, eines der wichtigsten Sachen haben wir noch nicht gemacht. Nämlich den Speckstein ausgerüstet, mit dem wir solche Nachrichten bewerten können. Wieso kann ich die Nachricht nicht bewerten? Ist die vom Wieso kann ich die Nachricht nicht bewerten? Ich kann die Nachricht nicht bewerten. Absolute Frechheit. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Na klar, habe ich einen Moment für dich, Solaire. Our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Na klar, helfen wir uns. Moin. Well then, take this. Geil. Strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted. With heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Ja, das ist halt auch irgendwie in der Lore verankert, dass irgendwie mehrere Zeitströme zu passieren und man dann halt... Oh, hello there. Hello there. To gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Das ist, glaube ich, auch einer der bekanntesten Sprüche. If only I could be so grossly incandescent. Mehr sagt er jetzt noch nicht mehr. Hello there. The sun is a wondrous body, like a magnificent. If only I could be so grossly incandescent. Ja, Mann. So. Ich liebe Solaire, aber tatsächlich finde ich die Questline vom Zwiebelritter cooler. Wir haben jetzt hier ein Drachenproblem. Fast. Hello, the dragon. How are you? Lass mal bitte Feuer spucken. Ich wollte die Seelen noch mitnehmen. Gönn doch mal. Er gönnt keine Seelen. Na gut, ein andermal. Erstmal gehen wir jetzt wieder hier runter. Und ich glaube, als erstes gehen wir tatsächlich zum Händler und holen uns Bogen und Pfeile. Weil ich keinen gedroppt bekommen habe irgendwo. Das ist halt auch so, Dark Souls 1 hat von allen Souls-Teilen das allerbeste Level-Design. Mit Abstand. Jetzt hier wieder auf einmal bei dem Feuer aufzutauchen, ist halt auch wieder so ein geiler Moment. Und solche Momente gibt es so häufig. Schnell wieder dein Schild hochhältst. Mofo. Ja, man könnte... Also, den Drachen auf der Brücke bekämpfen wirkt ehrlich gesagt gefährlich. Boss, 12 Decks für den Bogen. Ja gut, wir haben 10, oder? Wir haben 11. Also, das kriege ich schon hin. Peter, lohnt sich eine PS5 nur für Demon's Souls? Kommt drauf an, wie reich bist du. Kommt halt immer drauf an, wie viel Geld man so über hat, sag ich jetzt mal. Oh,
Kurzbogen, jo, 12 Decks. Na komm. Teuer ist der, 1000 Seelen. Gönnen wir uns noch. Ja, Standardpfeile. Mit 100 Pfeilen kann man da jetzt ja nicht so viel falsch machen. Reparaturkiste noch gönnen, bodenlose Kiste noch gönnen. Aber nicht mehr viele Seelen über. Da war ein Einkaufstrip, sag ich mal. Naja, kann nicht effektiv genutzt werden. Jetzt habe ich nicht mehr genug Seelen, um mir Dex 12 zu geben, war. Aber egal, ich glaube, ich habe noch ein paar Seelen-Items. Jetzt töte ihn. Brauche ich gar nichts mehr von ihm? Brauche ich gar nichts mehr von ihm? Ich check das gleich mal ab. Ah ne, wir haben jetzt theoretisch noch die Möglichkeit. Ich guck nochmal, was er noch verkauft. Ich glaube, ich brauche wirklich nichts mehr von ihm. Lost Isolith ist eigentlich das einzige Gebiet, welches designtechnisch komplett in die Hose gegangen ist. Da stimme ich dir zu. Nicht die Burg dann. Die finde ich noch ganz cool, sondern so alles, was... Also nicht die Stadt per se, sondern alles, was davor passiert. Auch der große Lavasee. Ach, alles ab... Nee, eigentlich alles ab den Spinnen. Finde ich designtechnisch schwierig. Ich weiß halt nicht. Gibt es einen... Es gibt ja die Trophäe, besitze alle Waffen im Spiel. Aber die kann ich alle gedroppt bekommen, die Waffe hier, oder? Muss ich noch was kaufen für Trophäen? Ah, du brauchst gar nicht alle Waffen, du brauchst nur alle Special-Waffen. Ich meine, er hätte jetzt hier auch noch eine Rüstung, aber ich meine, wer braucht schon eine Rüstung bei Dark Souls, ne? Ach, komm drauf, geschissen. Wir holen uns jetzt das Katana. Wir machen den Chat happy. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn der Motherfucker hat ein Katana. Und zwar das, was ich haben will. My name, little Julia. Ich weiß auch nicht, wer Little Julia ist, leider. Alle Bosswaffen, darum 2,5 mal spielen. Ja, damit man die Scheißwaffen von den Seelen bekommt, ne? Puh, das heißt, muss man alle Waffen in einem Playthrough, also quasi in einem Charakter haben? Das heißt, man müsste dann quasi auch in New Game Plus dann halt die Bosse alle legen. Little Julia ist das Katana? Dafür brauchen wir 14. Ein in einem östlichen Land hergestelltes Katana, das für seine kurzen Hiebbewegungen bekannt ist. Das Uchi-Katana ist sehr scharf und verursacht Blutungen, doch die Klinge ist empfindlich. Wie... Ah, das ist ein Geschicklichkeitswaffe, ja. Gut, 14 brauchen wir dafür. Davon sind wir noch ein bisschen weg. Ja, alles auf einem Charakter. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Guten Morgen an alle, die dazugekommen sind. Schmiert euch ein Brötchen und genießt euer Frühstück. Ja, da schließe ich mich an. Guten Morgen an alle. Ich kann nicht mal ein Level steigen. Ich muss aber ein Level steigen. Reicht nicht. Hier ist einer der ersten Orte, wo man tatsächlich Seelen theoretisch farmen kann. So, 12 auf Beweglichkeit, wie es im Deutschen heißt. Jetzt können wir nämlich auch den Bogen benutzen. Ja. Anni gleich zum Bäcker. Ja, noch ist sie nicht aufgestanden. Dankeschön, Meister Glanz, für den Sub. Dankeschön, Totsukachi Uchiha. Dankeschön für den Sub. Dankeschön, Selbur, für den Sub. Dankeschön, HanksD92. Vielen lieben Dank. Also man kann theoretisch Seelen farmen, indem man hier einmal hochguckt und dann... Ah, stimmt, weggeht.
gibt 555 Seelen. Wenn man da mal so ein bisschen hoch und runter klettert. Vorne liegt übrigens das Claymore, weil fucking awesome ist. Claymore ist fucking awesome Wasser. Waffe. Wisst ihr, wer auch fucking awesome ist? Fucking Bugschiss. Der jetzt gerade schon wieder 50 Subs verschenkt hat. Das ist echt weird, Bugschiss. Du bist crazy. Das ist jetzt mittlerweile echt so viel, dass ich in so einen Punkt komme, wo ich mir denke, das ist crazy. Okay, nice shot, Peter. Okay, geil, nice shot, Peter. Wir müssen jetzt gemeinsam ein bisschen chillen. Das dauert jetzt ein bisschen. Alter! Jedes Mal so schieße, brauchen wir sehr viele Pfeile. Das muss besser werden. Sorry dafür. Oh, der startet auch direkt da. Guck mal, da muss ich das besser teilen. Zu früh! Belastend. Das, falls ihr euch fragt, warum zum Teufel wir das gerade hier machen, das liegt daran, dass wenn man dem Drachen den Schwanz abschießt, dass dann man eine besondere Waffe bekommt. Eine sehr beliebte Waffe. Eine der besten Waffen für den Anfang des Spiels. Runner TS3, vielen lieben Dank auch dir. Du hast gerade 10 Subs verschenkt. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Bugschiss sagt, davon wird nichts zurückgebucht. Deine Worte in Gottes Ohr. Ja, aber dann wirklich viel lieben Dank. Ah, das war ein schönes Let's Play damals. Ich höre das teilweise nicht zum Einschlafen. Wow. Krass. Haben Chris und ich da viel erzählt. Ich habe noch in meinen tiefsten Gedanken habe ich noch die Erinnerung, als das erste Mal Frum aus dem Boden kommt und mich anguckt. Und ich da für mich entschieden habe, dass Dark Souls der größte Much ever ist. Was für eine grandiose Fehlentscheidung. Albträume von der Hundschlange. Hundschlange? Ich versuche gleich auch mal beim Drachen durchzurennen. Wisst ihr noch, wie ihr total overlevelt in Anno London noch weitergelevelt habt? Nö. Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Du hast Framed Hund genannt. Ich hab den Hund genannt. Oh mein Gott. Guten Morgen, Propanix92. Guten Morgen an alle, die gerade kommen sollen. 7.07 Uhr. So langsam kommen wir in die Uhrzeit, wo tatsächlich die ein oder andere aufstehen könnte. Boah, guck mal. Habe ich nur einen reingedrückt, der Sau. Scheiß Drachen. Bei meinem letzten Playthrough habe ich gegen den Drachen auf der Brücke gekämpft. Das war eine Fickerei, kann ich euch sagen. Wie den Drachen das auch nicht juckt. Ja, manche Gegner sind leicht zu cheesen. Ach, schade. Auf den Samstag 7.07 Uhr ist die Zeit, wo ich mich eigentlich hinlege. Ja gut, gibt ja Sonne und Sonne. Ah, dammit. Ah, belastend. Morgen, Alter, hab ich mies geschlafen. Das tut mir sehr leid.
Ich finde auch gut, dass sie das nie rausgepatcht haben. Das ist halt Teil des Spiels so ein bisschen. Es ist wie das. Wäre schon nice, wenn er einfach random jetzt einen Rundflug macht. Ja, dann würde ich ganz schön dumm gucken, das kann ich dir wohl sagen. Hab mal wieder Witcher 3 angefangen, schreibt Schmolle. Ja, das kann man auch immer ganz gut machen. Ja, es ist jetzt hier High-Quality-Content-Chat. Schießen den Drachen tot. Ja! We did it! Was brauche ich eigentlich für das Drachenschwert? 16 Stärke brauche ich für das Drachenschwert. Das ist ja belastend. Die habe ich ja gar nicht. Okay. Wie ist Henno hier eigentlich durchgerannt, frage ich mich. Kannst du mal vorkommen? Komm mal vor. Wie kann ich den... Oh, warte mal. Eine Idee. Das war nicht das Claymore. Nein, ich habe mich für das falsche Schwert entschieden. Puh. Egal, ich brauche das Claymore nicht. Was haben wir hier reinfeuert? Wie frech. Was? Houston? Ja, jetzt kannst du nicht mal. Jetzt so haben wir ein neues Feuer, was näher dran ist an dem, was jetzt passiert. Und dass wir nicht immer an den scheiß Ratten vorbei müssen. Der Weg sackt nämlich so ein bisschen. Und hier kann man im Covenant später beitreten. Dafür muss man irgendwie 30 Humanity bezahlen oder so? Alter, ich habe keine Ahnung. Zweihändig kannst du das Schwert benutzen. Ist dem so, junger Mann oder junge Frau? Ist dem so? Ich das doch mal. Oh ja, dem ist so. Weil ist der Drache jetzt weg? Ist jetzt. Stimmt, wenn man das Schwert 2 nicht benutzt, kommt ja der absolute Obermove. Claymore ja easy holen. Wo ist denn der Drache dann hin? Letztes Mal habe ich den auf der Brücke gekillt. Nice von mir gemacht. Ach, Menschlichkeit war bei der Stimme. Du brauchst 25 Faith. Aber du kannst statt Faith zu leveln, anderen Leuten helfen. Gut, so war. Okay, der kommt nach einer Weile wieder. Alles klar. Sehr gut. Ich glaube, diese Statue ist der Grund, dass am Anfang die Leute dachten, dass Solaire der noch ein Sohn ist von Gwyn. Weil das ist quasi Kind von Gwyn. Mit dem Schwert von Solaire. Aber das hat sich geändert. Weil dann wusste man irgendwann, dass in Wahrheit Gwyndolin der Sohn war. Oder ist das Guinevere? Dann. Achso, ist das Guinevere? Nee, oder? Also ich dachte. Ich
Ich meine, Quinn wird ja wohl nicht mit seiner Tochter ein Kind gezeugt haben, oder? Ach scheiße, jetzt habe ich... Ja, zwei ist natürlich Sucky Sucky. Boah, wir haben eine Hose. Wir haben eine Hose. Unfassbar. Geil. Alter, fühle ich mich gut jetzt. Okay, wir haben jetzt oben wieder einen fucking huren schwarzen Ritter. Und ich versuche den jetzt mal zu besiegen, indem ich nur rolle. Das wird nicht funktionieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber einmal werde ich das probieren. Moin! Oh mein Gott! Der absolute... Oh mein Gott! Das war asozial. Egal, das machen wir nochmal. Du musst doch rollen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bist du schon getriggert? Ah! Das ist der asozialste Move überhaupt. Okay, der ist scheiße mit nur rollen. Weil der einfach in alle Richtungen geht. Okay, das heißt, ich kann dann aber nicht viel Damage machen, ist mein Problem. Nee, ich habe eine Idee. Wir behalten einfach das Schwert an. Und ich wechsle zwischen zweihändig und nicht zweihändig. Moment, jetzt muss ich erst dich wechseln. Ach, Scheiße. Hier schon wieder getriggert ist. Fuck you. Oh mein Gott! Okay, dafür machen wir natürlich auch ganz gut Damage. Moin. Huhuhu. Oh Gott. Ui, ui, ui. Ah! Nein, er hat mir das Schild auch nicht gegeben. Ja, das Schwert meine ich. Das war doch okay. Kann man machen. Dankeschön, Cedric. Dankeschön, Parma XLP. Und Limas Pictures. Limas Pictures, neues Sub. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe halt null Rüstung. Das ist halt wahr. Aber wir haben 2418 Seelen. Das heißt, ein Level mindestens. Vielleicht sogar zwei. Ja, wir haben nur eine Seele zum Einlösen. Also nur ein Level, aber da müssen wir jetzt mal mit Stärke gleichziehen. Wir brauchen dann mindestens 14 Stärke. Versuch's mit Menschlichkeit, erhöht die Drop-Chance. Ja gut, ist ja jetzt eh durch. Muss man sagen. Nice, Peter. Schön in sein Schwert reingesprungen. Okay, it's Schweinetime. Alter. Okay. Okay, chill mal kurz, Peter. Kommst du nach? Was ist dein... Okay, fick. Ich geh einfach hoch. Ich geh einfach hoch. Ist mir egal. Kannst du mich mal am Arsch lecken. Jetzt kommt ihr, Schildboys oder was? Alter, okay, Reichweite ist vorhanden, ne? Das ist etwas, was ich nicht machen wollte. Oh, shit. Jetzt haben wir oben auch nur noch einen.
Pass auf, jetzt kommt Trick 17 mit dem Schwein. Dem kann man theoretisch das Schwert richtig schön in den Arsch stecken. Aber ich glaube, das ist nicht. Das kommt nicht von ungefähr, dass man hier Köderschädel bekommt. Köderschädel sorgen dafür, dass Gegner quasi angelockt werden. Und sie bleibt dann halt ein bisschen im Feuer stehen. Wir haben einen Helm, Leute! Wir haben einen Helm! Der abgetrennte Kopf des vollständig gepanzerten Reiskeilers vom Jäger als Zeichen seines Triumphs mitgenommen, so wie die Götter es dereinst mit dem Kopf des alten Drachens taten. Kann als erstaunlich solide Schutzausrüstung auf dem Kopf getragen werden. Auch ein Angriff mit den Reißzähnen ist möglich. What? Guck mal, wie hübsch wir sind. Moment. 17,5. Oh, nee, den Helm können wir nicht tragen. Nee. Sorry, den Helm können wir nicht tragen. Dafür bin ich zu schwer. Dann. Okay, irgendwie ist gerade noch was gestorben. Wie ist das denn passiert? Ab zur Hafen. Ja, okay. Stimmt, das wäre natürlich eine Option. Habe jetzt für Helm. Lass mich mal kurz überlegen. Ne, wir gehen erst noch weiter. Wir gehen erst noch weiter. Bis wir Na, jetzt sind wir noch nah dran an Habe, aber ich will hier vorher den Shortcut öffnen. Guten Morgen, ich spiele auf der PS5. Gerade. Ach ja, der gute alte Dark Souls Trick. Nicht mir. Ich renne dir nicht hinterher, Arschkeks. Backstab ich euch einfach alle. Dankeschön, Strike Stoffel und New Shiny. Liquid Fuck. Dankeschön euch allen für eure Subs. Nice Schlag. Da hat schon wieder jemand die Glocken geläutet. Ey, gerade das spielen viele Leute Dark Souls. So, am Samstagmorgen können wir mal machen. Ein Geheimschlüssel. Ein Geheimschlüssel? Der Zweck dieses Schlüssels ist unbekannt. Es scheint sich um einen einfachen Gefängniszellenschlüssel zu handeln. Wofür ist denn der Geheimschlüssel? Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Für den Helmangriff musste er zweimal eine Waffe drücken. Good to know. Guten Morgen. Für die Zelle. Für welche Zelle? Ist geil. Der Goldene Ritter. Das kann sein. Lord Trek? Ah, das hat auch gerade jemand geschrieben. Yo, it's Lord Trek. Alles klar. Lord Trek hat eine interessante Questreihe, die wir nicht verfolgen werden. Kann ich euch jetzt schon sagen. Guck mal, jetzt bist du hier eine Etage drüber. Ist auch geil. Lord Trek werde ich töten. Also ich werde den erst noch zum Firelink-Shrine holen und dann werde ich ihn töten. Bist du zufrieden mit der PS5? Ja. Aber teilweise instabil leider. Also manche Spiele stürzen halt ganz gerne mal ab. Dark Souls 1 zum Glück nicht. Das Ritterschild! Das Ritterschild! Ich mag das Ritterschild! Es hat 100% physische Abwehr. Damit kann kein physischer Schaden mehr durchkommen, wenn wir blocken. Und es ist das Schild, was Petrus, glaube ich, trägt. Seine Questreihe aka ihn von der Klippe treten. Naja, theoretisch wird es ja weitergehen, wenn man ihn nicht tötet. Dann würde er unsere Feuerhüterin einfach killen, die Sau.
Und dann würden wir ihn später in seiner Welt invaden und töten können. Was eigentlich ganz geil ist, dann kriegst du auch seine komplette Rüstung. Aber das ist es mir nicht wert, weil ich will nicht, dass der Feuerlingsschrein ausgeht. Weil das passiert, wenn eine Feuerhüterin getötet wird. Ja, ich weiß, da kommt jemand von hinten. Und da habe ich keinen Bock drauf. Kannst die Gute ja wiederbeleben. Ja, aber erst später. Erst nachdem man dann in Anor Londo war und Lord Shrek gekillt hat, oder? Meine ich. Ihr kommt jetzt da nicht raus, wenn ich hier entlang laufe, oder? Ihr bleibt da schön hinten stehen. Ja. Und dann haben wir hier noch den Kellerschlüssel gefunden. Zu viele Schlüssel gerade. Öffne Tür zum unteren Teil der Stadt der Untoten. Ah! Ja, okay. Das ist quasi die Abkürzung, meine ich. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Abkürzung, können direkt durchrennen. Und eine helle Bade haben wir gefunden. DD als Attributbonus. Eine Mischung aus Speer und Axt mit einem langen Schaft. Ja, das kennen wir, Chat, wa? Das kennen wir. So, die Typen in der Kirche lassen wir mal kurz einfach mal Typen sein. So ein Remake von Dark Souls wie bei Demon's Souls wäre echt nice. Ja, da schließe ich mich 100% an. Das wäre richtig, richtig geil. Keine dunkle Bade. Ah, fuck. Hä? Kommt doch jemand aus der Kirche raus. Kein Thema. Backstab ist One-Hit in dem Fall. Und wir haben eine Rüstung. Die Höhlensoldat-Rüstung. Nein, auch zu schwer. Wir haben keine Rüstung. Baldur Sidesword mal probiert? Nee, aber habe ich auch noch nicht gedroppt bekommen. Diesmal, glaube ich. Wir werden sofort sehen. Tollen NPC mit dem Namen André. Lol. Alter, ich dachte gerade, hier würde einer stehen. Holy shit. Oh, der ist aber schon ein bisschen weiter als hier. Du hast noch einen leichten Helm. Oh, stimmt. Den Höhlensoldatenhelm. Ja, den können wir uns. Hä, nee, können wir nicht. Oh, Peter kann kein Mathe rechnen. So, ein Level können wir. Alter, ich kann ja wirklich nichts anziehen bei meiner Ausrüstung. Können wir noch mehr? Eine Seele haben wir. Guten Morgen! Dann können wir noch ein zweites Level. 14 Stärke. Das heißt, wir hätten jetzt genug, um das Uchigatana. Nee, dafür brauchen wir 14 Geschicklichkeit. Hm, nice, Peter. Also haben wir nicht genug. Ich meine, gerade ist das Drachenschwert sowieso besser. Aber das wird sich nochmal ändern, weil das Drachenschwert skaliert mit keinem Attribut, das Uchigatana schon. Hallo André. André ist toll. Dankeschön, The Nature, für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low. Ja, reparieren muss ich auch irgendwann mal wieder. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. Ich frage mich, ob André mal hintergangen wurde. Dreht der Lüfter deiner PS5 auch etwa jede Stunde einmal für 10 Sekunden auf und ist laut wie ein Flugzeug? Nein.
PlayStation 5 ist super leise, sehr angenehm, genauso wie die Xbox. There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's essential. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a Smith Fox. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A Smith Fox just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. Na, bis wir eine Waffe veredeln, dauert ein bisschen. I have noticed this land is flush with the mad and wicked. You won't make the it mad and wicked without employing my services. Was so, guck mal, es wird einem alles erklärt. Alles wird einem hier erklärt. Kannst halt Sachen verstärken und so weiter und so fort. Erstmal lernen wir die Geste. Hurra! Ich habe eine Geste gelernt. Wie kann ich eigentlich auf der PlayStation 5 Gestenmenü aufmachen? Ah ja, so. Wechseln. Hurra! Hurra! Woo! Yay! Wir freuen uns! Dankeschön, die Limo, für den Sub. Okay, unser Next Stop ist Havel, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ne, wir gehen einmal zurück zum Feierlingsschrein. Und holen uns dann Havel. Holen uns dann Havel? Wir gehen schon einmal zurück zum Feierlingsschrein. Denn da können wir unsere Estus-Flakons einfach einmal verbessern. Kennst du die Secret Cutscenes von André? Ich glaube nicht. Ach, warte mal. Wir gehen erst, bevor wir wieder zurückgehen, gehen wir einmal zu Sense Fortress, denn da wartet jemand Tolles. Capradim wäre auch drin. Ja, das wäre der normale weitere Weg, oder? Capradimen? Oder wir machen, das könnten wir theoretisch auch machen, den Anfang vom Wald. Ach scheiße, ich bin so verwirrt gerade. Wald wegen Moos. Wald vor Blytown, ne? Ergibt schon Sinn, dass wir den Wald vor Blytown machen. Könnten sogar theoretisch Havel machen, dann die Hydra und von der Hydra aus weiter den Wald. Die Wege stehen uns offen. Hydra mit Schild ist halt easy. Ohne Schild finde ich die schrecklich. Ich liebe ihn. I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Die Gargoyles müssen wir auch noch machen, die habe ich komplett vergessen. Still closed. Still closed. Still closed. Der hat eine ganz tolle Questreihe mit seiner Tochter. Und wie häufig wir ihn sehen und so. Ich meine, wie jede Questreihe ist das natürlich eine traurige Questreihe, aber es ist eine geile Questreihe. So, mache ich die Gargoyles, bevor ich Havel mache. Ja, die Gargoyles machen wir als erstes jetzt. Ja, als erstes gehen wir zum Feierlingsschrein. Dann machen wir die Gargoyles. Dann machen wir Havel. Dann machen wir den Wald. Mit dem Insekt. Also nur den ersten Teil vom Wald, nicht den zweiten. Naja, Schwanz abschneiden beim Gargoyle. Ich werde es versuchen. Kommen aber später nochmal. Kommt später nochmal so ein Gargoyle, wenn ich mich recht entsinne. Also wenn es bei dem nicht klappt, dann geht's, glaube ich, in Anolondo gibt es nochmal einen oder so. In Zweifel. Ah, warte mal, jetzt kommt hier erstmal so ein ganz dicker Dude. Moin! Alter, ich will den die ganze Zeit von hinten... Moment mal! Von hinten töten, das funktioniert natürlich nicht.
Und hier ist jemand gestorben. Jemand Wichtiges. Es ist eine Feuerhüteseele, die wir gefunden haben. Seele einer lang vergessenen Feuerhüterin. Jede Feuerhüterin ist eine Verkörperung ihres Leuchtfeuers und zieht die ihr dargebotene Menschlichkeit an. Da unendliche Menschheit an ihrer Seele zerrt, kann sie die Macht der Estus Flakon steigern. Diese Feuerhüter-Geschichte habe ich noch nicht so richtig verstanden. Die wird bei Dark Souls 3 ja nochmal so aufgegriffen mit der ersten Feuerhüterin und so, aber so richtig gecheckt habe ich die trotzdem nicht. Streams kommen auf YouTube, oder? Ja, sicherlich. Jetzt können wir auch wieder zurück ins Asylum gehen, theoretisch. Aber das machen wir auch immer noch nicht. Wieso sieht das so alt aus? Ist das nicht das Remake für die PS5? Naja, das ist Dark Souls, ne? Das wurde zwar auch geremastert, geremaked. Ich weiß nicht genau, was jetzt der genaue richtige Begriff ist, aber das sieht halt so alt aus, weil das nur Kleinigkeiten verändert hat. Vielleicht redest du von Demon's Souls für die PS5. Das sieht deutlich besser aus. Ja, Black Knight Sword, weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch unbedingt. Ja, stimmt, da gibt's nochmal die. Ja, nee, machen wir trotzdem jetzt nicht. Jetzt haben wir unser Estus Flakons verbessert. Wir haben jetzt Estus Flakon plus 1. Rasten. 2300 brauche ich mittlerweile zum Aufsteigen. Wir haben überhaupt gar keine Seelen mehr zu benutzen. Naja, gut. Ja, ich finde, man sieht auch eine deutliche Verbesserung zum Original Dark Souls, aber es ist ja schon jetzt nicht vergleichbar wie das Remake, was sie von Demon's Souls gemacht haben. I will teach you. Wir haben noch gar keinen NPC befreit, wa? Dann machen wir vielleicht jetzt. Gargoyle schon hinter dir? Nein. Ich habe nur noch 24 Minuten, merke ich gerade. Bei Dark Souls vergeht die Zeit wie im Fluge. Ich finde, der einzige merkliche Unterschied ist die Performance. Das kann sein. Ich weiß es tatsächlich nicht. Black Schiss hat Nummer 50 Subs verschenkt. Black. Verschwendet, genau. Nein, verschenkt. Dankeschön, Black Buckschiss. Ich kann nicht mehr reden. Peter kann nicht mehr reden. What a legend. Ist halt echt so. Buckshiss, what a legend. Wen buffen die eigentlich, die Wichser? Buffen die die? Die buffen die, ne? Ich finde, das kann hier voll in die Hose gehen, auch der Kampf. Ich meine, das sind halt die absoluten Billiggegner. Alter, ich hab's zwei nicht genommen. Nein. Oh, das war nice von mir. Okay, Motherfucker. Oh ne, da ist noch einer. Moment mal kurz. Oh, jetzt kümmere ich mich um dich. Ausgewichen. Rigoros bin ich da. Guten Morgen. Gibt es auch Fernkampf? Jo, ich habe Pfeil und Bogen. Habe ich aber gerade irgendwie nicht so viel benutzt. Ah, hier haben eine große Seele. Ist hier noch irgendwo einer versteckt? Wenn ich jetzt Lothric befreie, will ich nicht von hinten gebacksteppt werden. Sieht aber gut aus. Der gibt einem einen Ring, den ich potenziell nicht mehr ausziehen werde. Sorry, no. Der Fabring? Tja, Phil Lodi, was ist denn das böse Ende? Ich finde, das ist bei Dark Souls gar nicht so einfach zu sagen. Hier dürfte noch
Item sein, oder? Ja, Menschlichkeit. Jedes Ende ist böse, ja, genau. Das ist halt so ein bisschen die Sache, glaube ich, bei dem Spiel. Dankeschön, Bugschiss, by the way, ne? Ich hatte ich aber, glaube ich, gesagt, aber trotzdem vielen lieben Dank. Und Dankeschön, Blaine, nochmal. Gleiche Synchronstimme wie Patches, glaube ich. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Dafür gibt's den Geheimschlüssel. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Kari. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Er wird jetzt noch pissig, wenn wir den jetzt nochmal ansprechen, glaube ich. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Ach, so richtig pissig jetzt auch wieder nicht. Das ist der große Betrayer, der Feuer, deine Feuerhüterin killen will. Absolute Frechheit, der Typ. Deswegen killen wir den nachher auch. Aber erstmal versuche ich jetzt die Gargoyles zu killen mit 3319 Seelen im First Try. Wenn wir menschlich wären, könnten wir uns Hilfe holen von... weiß ich gar nicht wem. Von irgendwelchen Leuten. Let's go! Und irgendwie muss ich auch noch den Schwanz abschlagen. Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeitswahn. Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeitswahn. Lautrec und Solaire, okay. Guten Morgen! Zweihändig nehmen, das Scheißschwert. Okay. Direkt zweihändig nehmen. Okay, fuck you. Ich will deinen Schwanz! Okay, ich muss mich heilen. Komm doch mal weg da! Da stehst du ganz scheiße. Okay, aber jetzt haben wir ein Problem. Wird jetzt ein bisschen schwieriger mit dem Schwanz. Ich habe ihn nicht gesehen, den Wichser. Als ob. Fuck. Ah. Schade. Schwanz reingekommen. War wirklich fast. War ein knapper Try. Den machen wir aber noch, den Wichser. Dankeschön, Simo. Für die Subverlängerung. Ja, die Waffe ist Emuch, das stimmt, aber ich brauche die für Trophäe. Wieso 25 Stunden Stream? Warum nicht?
So, das Schöne ist, der Magier dürfte nicht respawnen. Wir können... Oh Gott, ich hab dich vergessen. Puh, ich wollte gerade sagen, wir können durchrennen. Aber ich habe den Typen vergessen. Hier rennen wir durch. Links, rechts. Zisch, zisch. Dankeschön, Onkel Burrito. Okay, gib mir meine Seelenwaffe. Und meine Humanity auch. Ja. Ja! Fuck you, fuck you! Fuck you, fuck you! Fuck you! Absolute Frechheit, dass ich ja bei denen das erste Mal gestorben bin. Bitter! Und jetzt haben wir sie easy gemacht. Und haben den Schwanz abgeschnitten. Ach, der zweite ist dann auch ohne Schwanz. Der ist gerade auch schon ohne Schwanz gespawnt, interessanterweise. Spawnt er immer mit halber Lebensenergie? Das hat mich gerade schon total verwirrt. Okay, der spawnt immer mit halber Lebensenergie. Okay. Schon Returnal gespielt? Nope. Er ist schwanzlos. Tja. Was willst du machen? Dankeschön, Villeron, für die Subverlängerung. So, falls ihr gerade in Dark Souls online seid, ne, vielleicht hört ihr sofort eine Glocke. Guten Morgen, Kanstatter Junge. Denn wir läuten jetzt die Glocke. Wirst du Days Gone auf dem PC spielen? Nö, nicht wirklich. Das war Glocke 1 von 2. Ich gehe den Weg zurück. Denn hier unten wartet jetzt jemand Neues auf uns. Ich glaube, vor dem haben wir uns auch erschrocken, oder? Also ich glaube, als neuer Spieler erschreckt man sich von dem Typen, der dann auf einmal da steht. Doch volle Kanne, oder? Dankeschön, Snibel Rider, für den neuen Sub. Dankeschön, Aka, für die 100 Bits. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pot. Thou art a friend. For thee, warm welcome. Cometh thou to confess, for to kill. For indeed, all sin is my man. Erstmal eine geile Geste gelernt. Reden kann man mit dem nicht, aber der verkauft Dinge. Und einen werden wir auf jeden Fall... Velkas Talisman, aha. Für Wunder und Ringe. Ich kaufe mir jetzt einen Läuterungsstein. Den kaufe ich mir jetzt einfach schon mal. Und den behalte ich jetzt einfach. Für später. Wenn wir jetzt einen NPC anhauen würden und uns mit dem verscherzen würden, dann würde der uns helfen, glaube ich. Aber das haben wir ja nicht gemacht. Dankeschön, Goose, für die Sub-Verlängerung. So, we are back at home. Da, 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 da. Wir können aufsteigen und ballern Dinge in. Stärke und Geschicklichkeit, denn ich will dieses Schwert auch anders tragen können. Was ich jetzt kann. Puh. Okay. Wir können das jetzt auch mit Schild spielen. Nice. Wo ist Roderick? Hä?
Ne, ich meine nicht verscherzten wie den Händler, den ich ermordet habe. Habe ich noch Seelen? Eine große Seele, Soldat. Aktuell sieht das so aus, als wäre das eher... Ach scheiße, ich wollte Vitalität. Naja. Jetzt würden wir quasi ein Quality-Bild wieder machen. Nee, Lodtrek ist nicht da. Wieso ist Lodtrek nicht da? Warum ist Lodtrek nicht gespawnt? Ich dachte, er würde das tun. Das verwirrt mich. Egal, irgendwann kommen wir ja schon mal nochmal hier hin. Herr Professore, Dankeschön für den Resub. Muss ich noch irgendwas triggern, damit er hier auftaucht? Muss ich einfach noch länger spielen? Überlegen, wie ich am schnellsten wie nach Havel komme. Wir können... Ich würde schon fast sagen, den normalen Weg, ehrlich gesagt. Dankeschön, Potato! Boah, geil. Der Move war absolut gewollt. Wieso springen die alle da runter? Ja, ich wollte aber keinen krassen Jumpkill machen. Ich wollte einfach den hier so, ne? Also, vielleicht schaffen wir es noch, bevor Christian kommt, Havel zumindest anzugreifen. Ob man gekillt bekommen ist natürlich dann nochmal... Alter, ja. Lass die Ratte treten. Dann hat sie verdient. Ich kann eigentlich durchrennen, um Zeit zu sparen. Zoom, zoom, zoom. Ich will einfach Parry. Ja, geht mir weg mit eurer Parryerei. Ich kann halt nicht Parry drin. Ich bin nicht Parry Cox. So, setzen wir uns auch mal hier an Feuer. Weiterrennen. Genau, Parry Hodder bin ich auch nicht. Hallo! Voll auf ihn drauf gesprungen. So, wie viele kommen jetzt hier noch nach, ist die Frage. Eins, zwei. Damit komme ich klar. Das ist auch so eine Sache, ne? Dass du beim Parryen quasi unverwundbar bist. Ist halt auch übel. Und die Schatten sind nicht ganz korrekt. Okay. Da, wen wir jetzt treffen, ist, wenn ich die Lore richtig verstanden habe, in Wahrheit gar nicht Havel. Sondern einer von Havels Anhängern vielleicht. Vielleicht irgendjemand. Aber nicht Havel. Der hat mich gewonnen. Gut. Es ist wie das. Das machen wir schon noch. Wann ist eigentlich drittes freies Training, Chat?
Der meint auch nur so, setz dich, Bruder. Jo. Aber wirklich. Habe ich hier gefightet? Ne, ein niedriger. 12. Alles klar, danke, Maria. Okay. Der one-hitted uns. Macht aber nichts. Den kriegen wir schon noch hin. Kannst du nochmal kommen, du Havel-Faker? Also, einer der Gründe, warum das nicht Havel sein kann, ist, Havels Rüstung findet man in Anor Londo. Versteckt in der Truhe. 172 Damage machen wir. Er hat uns nicht one-hitted. What the fuck ist da gerade passiert? Oh my f- Aber die Rüstung haben alle seine Follower getragen. Ja, deswegen ist das ein Follower, aber die Rüstung, die man in Anor Londo findet, ist die echte Havel-Rüstung sozusagen. Also ist die Ursprungsrüstung, ist die OG-Rüstung. War jetzt gerade ein bisschen unlucky. Ja, ja, ist ja gut, kleines Death Counter, muss er ja jetzt hier nicht spammen. Das Gute ist, wir kriegen fast safe unsere Seelen immer wieder. Guten Morgen. Komm, komm, komm. Mache ich eigentlich mehr Damage, wenn ich vor dem Backstab die Waffe in zwei Hände nehme? Oh so. Gucken wir mal. Ne, 172. Macht nichts aus. Dann halte ich das Schild in der Hand. Havel, Baby. Ich mag's nicht, wenn er es zwei Hand nimmt. Damit haben wir Havels Ring. Hast du denn alle Etiketten geschafft heute Nacht? Habe ich, danke der Nachfrage. So, mit Havels Ring. Okay, mit Havels Ring können wir immer in diesen Helm tragen. Ist doch geil, oder? Dann sind wir genau bei 20.0 von 81. Ist es 40%, die man maximal 20%, die man maximal erreichen darf und nicht 30%? Ich glaube, das könnte sogar sein. Dankeschön, Klängung, für die Sub-Verlängerung. Jetzt haben wir Havel besiegt, haben 4450 Seelen und 3 Humanity.
Jetzt können wir hier den Generalschlüssel benutzen, was ein bisschen Chitterino ist. Wie spät haben wir eigentlich? Okay, wir haben 1:08. Man kann nur 25% und nicht 33, so wie ich ursprünglich dachte. Ich dachte ja erst, es wären 33 maximal, die man sich erlauben kann, aber das war dann wohl doch nicht so. Ich mach gar nicht mal so viel Damage bei den Fickern. Aber geht. Kann man machen. Dankeschön, Mr. Blue Lights und Sid. Und Sid ist ein neuer Sub. Hallo und herzlich willkommen. Wieso kein Randomizer Run? Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Wieso kein Randomizer Run? Das ist das vierte Mal, dass ich überhaupt Dark Souls spiele, wenn überhaupt. Dritte Mal eher. Wenn man Christians und meinen Run nicht als wirklich Peter spielt Dark Souls zählt. Der kann auch die Viecher treffen. Das ist ja spritzig. Trifft ihn nochmal. Da hinten ist die Hydra. Alter, genau! Als ob die weiterschießt. Komm, triff ihn. Triff ihn. Triff ihn. Du dumme Nuss. Backschiss hat gerade nochmal 50 Stufe 1 Subs verschenkt. Vielen lieben Dank. Holy shit, Alter. Backschiss ist heute so krass drauf. Gucken wir mal, ob wir die Hydra machen können. Hallo! Oh nein. Mit dem Wasser ist asozial. Alter, ich bin voll am Platz. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Christian. Hast du gut geschlafen? Ja. Das freut mich zu hören. Sorry. Leider ganz schlecht verstehen, weil ich das Spiel offenbar lauter habe als TeamSpeak. Und ich bin gerade mitten in einem Bossfight in Dark Souls. Naja, mach mal, ich brauche eh noch 2 Minuten. Ah ja, jetzt höre ich dich auch wieder gut. Du warst einfach bei mir leise.
Du brauchst noch zwei. Ja, ist kein Thema. Ja, ich krieg keinen Ton von der Elke. Mich an den Kopf. Was machst du gerade? Ich versuche gerade die Hydra zu töten. Ah, lol. Und wait, ich bin Dark beim Souls letzten. Eins? Ja, Dark Souls 1. Ich bin beim letzten Kopf gerade. Der mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Aber ich brauche nicht mehr lange. Ja, ey, kannst du das. Also ich glaube, ich bin soweit. Also ich hoffe, ich bin soweit. Ich habe jetzt meine Aufnahme gehabt. Naja. Okay, hab's geschafft. Wann hast du angefangen? Bist du ja nicht so lange, oder? Ich habe mit Dark Souls habe ich vor 2,5 Stunden. Ich habe 2,5 Stunden für Etikettieren gebraucht und dann nochmal 2,5 Stunden für Dark Souls. Okay. Habe ich dann einfach so gemacht, ja. Dankeschön noch Felicitas für 10 Euro Trinkgeld. Dankeschön noch Blue Enigma und Steini und Möste für eure Subs. Dankeschön euch, lieber Chat, dass ihr heute an diesen sonderbaren Stunden dabei wart und bei diesem sonderbaren Content. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Christian. Und Christian, ich drücke auf Stream beenden, ja, wenn du ready bist. Ja. Ja. Ja, auf Stream beenden in 3, 2, 1.